Herr Müller, unser Thema ist heute die gegenwärtige bundesdeutsche Ostpolitik. Die Bundesregierung betont immer wieder, sie sei dialogbereit gegenüber Russland und stellt dann aber immer eine Reihe von Vorbedingungen auf, die Moskau erst erfüllen müsse. Ein weiteres Beispiel in dieser Reihe ist, dass letzten Donnerstag die EU ihre Sanktionen wieder verlängert hat unter aktiver Mitwirkung der Bundesregierung. Wie schätzen Sie das ein? Wie lässt sich das einschätzen? Naja, man muss, wenn man mit der früheren Ostpolitik beschäftigt war, und ich war ja als Mitarbeiter von Willy Brandt ganz nah da dran und als Verantwortlicher für den Wahlkampf habe ich auch einiges getan, um diese Ostpolitik bei der deutschen Bevölkerung durch eine Wahl 1972 abzusichern und auch schon 1969. Wenn man das beobachtet, dann merkt man, dass unsere heutige Ostpolitik mit der früheren überhaupt nichts zu tun hat. Die frühere Ostpolitik war geprägt von einer Strategie, die da lautete, wir wollen Wandel auch in den osteuropäischen Ländern, einschließlich der Sowjetunion, durch Annäherung, durch Kooperation. Und es war weiter geprägt davon, dass es eine klare Regelung gab, wenn man das machen will, dann muss man Vertrauen aufbauen. Das gab den etwas bürokratischen Begriff vertrauensbildende Maßnahmen. Und Sanktionen sind überhaupt keine vertrauensbildende Maßnahmen. Die Aggression gegenüber Russland, der Besuch von Frau Merkel anlässlich eines Jubiläums und dann von Verbrechen zu sprechen und dergleichen mehr. Und das gegenüber einem Land, das sehr viele Opfer gebracht hat im Zweiten Weltkrieg. Das alles hat mit Vertrauensbildung nichts zu tun, sondern mit, und auch nicht mit Konfrontationsabbau, sondern mit Konfrontationsaufbau. Wo kommt das her? Was sind die Ursachen für diese Art von Politik, die unter... Also ich will es mal zugespitzt sagen. In Deutschland gibt es keine eigenständige Ostpolitik mehr. Und das ist auch eine völlige Veränderung. Wir hatten es ja so, dass die Überlegungen zu einer anderen, zu einem anderen Umgang mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt, die waren ganz wesentlich von Deutschland ausgegangen. Es gab in den USA auch ein paar Kräfte und in anderen Ländern auch, aber tatsächlich waren die treibenden Kräfte deutsche Politiker, im Wesentlichen Sozialdemokraten. Willy Brandt, Egon Bahr, Herbert Wehner, auch Helmut Schmidt haben darauf gesetzt, die damalige SPD-Führung in den 60er Jahren, ab 1961, ab dem Mauerbau, haben sie spätestens, es gab schon Überlegungen vorher, haben sie darauf gesetzt, dass wir uns mit dem Osten vertragen müssen. Das ist ja, in dem Begriff Vertragspolitik taucht das ja auf. Und das ist jetzt halt ganz anders. Jetzt ist das weg. Und jetzt die jetzige Führung, sowohl der Bundesregierung als auch der Koalition, also die CDU, CSU, als auch die SPD, muss man feststellen, dass die ganz wesentlich darauf hören, was die NATO und die USA wollen. Sie können es am besten, wenn ich noch was ergänzen darf, Sie können es am besten daran festmachen, dass die SPD in einem Grundsatzprogramm am 20. Dezember 1989, also nach dem Fall der Mauer, festgelegt hat, beschlossen hat, dass beide Blöcke beendet werden sollen. Und es war klarer Konsens, dass Warschauer Pakt wird aufgelöst und die NATO bleibt, so war diese Idee damals, bleibt nur noch ein bisschen bestehen. Auf jeden Fall wird sie nicht ausgedehnt. Nur das Gegenteil ist eingetreten. Und dieses Gegenteil ist auf jeden Fall nicht im Geiste der früheren Ostpolitik geschehen, sondern das ist ganz wesentlich von den USA und der NATO bestimmt worden. Die NATO hatte irgendwie Beschäftigungsangst. Die haben gedacht, sie verlieren jetzt die Arbeitsplätze dort für die Militärs und all was dazu und. Das ist ja klar, dass so eine große Organisation dann versucht, sich weiter zu beschäftigen. Also haben sie gesagt, wir müssen uns ausdehnen, wir müssen diesen SPD-Beschluss, den müssen wir auf jeden Fall vom Tisch kriegen. Und das ist ja de facto auch geschehen, nicht formell, sondern es ist de facto geschehen, weil die Ostpolitik der deutschen Bundesregierung ganz nah an der der USA nicht darauf achtete, dass man Vertrauen aufbaut, dass man Frieden schließt, dass man Frieden hält mit dem Osten.
Politikwissenschaftler haben jüngst geschrieben, dass der Kurswechsel unter Merkel unter anderem aus Rücksicht auf die osteuropäischen neuen NATO-Staaten, EU-Mitglieder stattfindet, Polen, die baltischen Staaten. Ist das mehr eine Rücksicht auf diese Länder oder hat der Einfluss der USA sich da wieder durchgesetzt? Also gut, die stecken ja unter einer Decke, wenn Sie so wollen. Ich finde es schon richtig, dass man die Gefühle der Balten, also der baltischen Länder und anderer, auch Ungarns in der früheren, was sie 1956 erlebt haben, oder Tschechien und Slowakei, was sie 1968 erlebt haben im Umgang mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt, dass man das berücksichtigen muss. Aber dann muss man auch sehen, dass diese Leute und diese Völker ganz schön viel auch unter den Nazis zu leiden hatten. Also schon das, da spricht jede Logik dagegen, dass man das alles nur am angeblichen Schuldigen Sowjetunion oder Russland festmacht. Dennoch, ich würde immer sagen, darauf muss man eingehen, aber dem darf man sich doch nicht beugen. Das ist doch ein großer Unterschied, ob man mit den Polen, mit den Tschechen und so weiter redet und sagt, Leute, dass wir es geschafft haben, dass die Konfrontation zwischen Ost und West abgebaut ist, das habt ihr wesentlich dieser Entspannungspolitik zu verdanken. Und wir denken nicht daran, die neu aufzubauen. Aber wo blieb denn dieses Werben diesen Völkern gegenüber? Stattdessen hat man dort die Panzer hin verlagert und tut so, als wäre das deren Sicherheit gewährleisten. Ja? Also es ist eine, man kann ja Rücksicht nehmen auf die Gefühle dieser Menschen dort. Aber dann muss man auch wissen, was für Leute, mit welchen Leuten man es zu tun hat. Und man muss ihnen auch klar sagen, dass das nicht in unserem Interesse sein kann. Also das müsste ja so weit gehen, dass man den baltischen Staaten und Polen sagt, ihr könnt ja weitermachen mit den USA und der NATO, aber wir wollen nicht mehr. Wir wollen die NATO für uns beenden, wir treten aus. Ja. Sie haben darauf hingewiesen, dass es unter der SPD, unter dem Kanzler Willy Brandt und auch unter dem Kanzler Helmut Schmidt eine andere Ostpolitik gab. Nun trägt heute ja die SPD diese Politik von Merkel mit und erklärt auch immer wieder, ja, wir sind dialogbereit, wir reden da, aber erst wenn Moskau das macht und so weiter, dann ist wieder ein besseres Verhältnis möglich. Der SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat ja 2016 sogar gesagt, er ist gegen die Russen, er kann die Russen sinngemäß gar nicht gut leiden und es gibt auch keinen Grund dafür, sie gut zu leiden. Gegenüber die Rheinische Post hat es zitiert, das war in der Sendung mit Anne Will im Januar 2016. Und wir erleben das als Sender auch zum Beispiel, wenn wir versuchen, mit dem Russlandbeauftragten der Bundesregierung Gernot Erler zu sprechen, der ja auch immer gerne erklärt, wie dialogbereit die Bundesregierung sei, aber dann jegliches Interview uns gegenüber verweigert. Wie lässt sich die Haltung der SPD heute einschätzen? Ja gut, das ist etwas, worüber ich viel nachgedacht und auch geschrieben habe. Nicht erst jetzt, sondern 2002 habe ich schon darüber geschrieben, dass die SPD ihre Bereitschaft aufgegeben hat und auch schon in der Auseinandersetzung um den Kosovo-Krieg oder Jugoslawien-Krieg habe ich analysiert, dass die SPD damit ihre eigene Entspannungspolitik verlassen hat und ihre eigene Politik, nämlich zu sagen, erster Frieden und dann im äußersten Notfall auch militärische Präsenz. Aber das ist nur im äußersten Notfall und nicht auf jeden Fall ist es so, dass wenn man Belgrad bombardiert, dass man dann auf der Linie der Entspannungspolitik ist. Also das, da muss man einfach sehen, dass da andere Einflusskräfte gewonnen haben. Die waren auch schon zu Willy Brandts Zeiten da. Auch damals gab es schon Leute, einer ist ja übergetreten, der Hupka zur CDU. Es gab ja Leute, die gegen diese Ostpolitik waren. Und unter den Seeheimern, also dem rechten Kreis der SPD, hat es immer gegärt. Und jetzt haben halt die Atlantiker einen so massiven Einfluss auf die SPD und vor allem auf die Medien. Und ich könnte mir denken, dass Martin Schulz erstens nicht darüber nachgedacht hat, zweitens offenbar mit der Tradition seiner eigenen Partei nicht viel zu tun hat und mit den guten Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und drittens er halt unter Druck auch der atlantischen Kräfte steht und dann Rücksicht nimmt auf Herrn Cornelius von der Süddeutschen Zeitung oder Frankenberger von der FAZ und deshalb diese Linie mitmacht. Und was nun RT Deutsch und Sputnik und dergleichen betrifft, also Medien, die russische Medien, dann kapiere ich die Welt überhaupt nicht mehr. Versteht ihr? Das ist doch
Wir haben doch auch Medien, mit denen wir versuchen, andere Völker zu beeinflussen. Die USA haben die Stimme Amerikas oder Free Europe gehabt. Und ich war sogar mal mit dem Chef von Free Europe befreundet in den 70er Jahren. Und die waren hier tätig. Und ich würde ja auch mich nicht scheuen, der New York Times ein Interview zu geben. Also warum soll ich Ihnen kein Interview geben? Das ist doch alles absurd. Und da spielen Feindbilder eine Rolle. Und Feindbilder gehören nicht in die sozialdemokratische Entspannungspolitik. Und deshalb kann ich Gernot Erler und Martin Schulz überhaupt nicht verstehen. Sie haben im Grunde die gute Tradition ihrer Partei verlassen und treten sie mit Füßen. Anders kann ich nicht sagen. Ich habe kürzlich erst gelesen in den politischen Erinnerungen von Egon Bahr, der ja beschrieben hat, auch wie diese Ostpolitik begonnen wurde in den 70er Jahren, Ende der 60er Jahre, wie er eben auch beschreibt, seine Unsicherheit, wie die eigene Partei darauf reagiert, bis sie sich dann durchgesetzt hat. Er schrieb 2012 eigentlich, dass er sein Ziel sei, dass Europa zusammen mit Russland und unter Mitwirkung Amerikas zu einem unverwechselbar attraktiven Kontinent des stabilen Friedens werden sollte und könnte. Ist die Generation Bahr, nenne ich sie mal, die Generation der von Ihnen beschriebenen Ostpolitik abgemeldet und ausgestorben? Oder kann man vielleicht bestimmte Signale, die der jetzige Außenminister Gabriel aussendet, zu verschiedenen außenpolitischen Themen als Rückkehr zu dieser Politik deuten? Also wenn Gabriel solche Signale aussendet und sie ernst nimmt, dann ist mir das herzlich willkommen. Und dann bin ich ab morgen oder heute bereit, ihn zu loben dafür, um das mal klar zu machen. Ja? Die anderen genannten sind wirklich medienabhängig. Die orientieren sich daran, was ankommt und sehen nicht, welchen Schaden sie anrichten, gerade weil sie so eine Idee von Egon Bahr nicht realisieren. Das wäre doch toll. Also es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass man versucht, die Potenziale, die in ganz Europa liegen, also einschließlich Russlands, Russland gehört zu Europa, dass man diese Potenziale nutzt, und zwar in Kooperation und nicht in gegenseitiger Aufrüstung. Also das, was doch jetzt passiert, dieses Umdrehen, das merken wir doch alle. Also ich hole mal kurz aus. Putin trat 2001, das war immerhin 2 Jahre nach dem Jugoslawienkrieg, im Bundestag auf und hat immer noch dafür geworben, dass man zusammenarbeitet und kooperiert. Und dann trat Putin 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, oder es war der russische Außenminister, ich weiß nicht, ich glaube aber Putin, auf, und dann war das schon eine sehr viel konfrontierende Haltung des russischen Präsidenten. Ich habe das verstanden, weil sein Werben um die Zusammenarbeit 2001 und davor bei uns keinen Widerhall gefunden hat. Also hat ein Umschalten in Russland stattgefunden. Das ist das Gegenteil dessen, was wir wollten mit der Formel Wandel durch Annäherung. Wir haben jetzt einen negativen Wandel durch Konfrontation. Ja, also das Gegenteil dessen, was die Grundidee der ursprünglichen Ostpolitik war. Und das kann man jetzt Putin und Russland gar nicht vorwerfen, dass die sich darauf einstellen, dass ihre Bemühungen, sich zu verständigen mit Deutschland vor allem, aber nicht nur alleine, sondern mit den anderen auch, dass diese Vorstellungen offenbar nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Also müssen wir aufrüsten, grauenhaft, eine grauenhafte gegenseitige Eskalationsentwicklung, die ich überhaupt nicht gut finden kann. Sie haben ja schon auf die Rolle der Medien hingewiesen in dieser neuen Konfrontation. Sie haben sich ja auch in Aufsätzen, Büchern mit überhaupt dem Verhältnis Medien und Politik auseinandergesetzt. Gegenwärtig erscheinen die deutschen Medien als Transmissionsriemen der Konfrontation, also die sogenannten Mainstream-Medien. Warum ist das so? Was wirken dafür Interessen? Ja gut, die sind entsprechend eingenordet worden. Das ist, letztens haben wir so ein Papier veröffentlicht, einer Schweizer Stelle, die Medien untersucht. Und da haben die gezeigt, dass dieses Center for Foreign Studies der USA eben weltweit Einfluss genommen hat auf Medien und auch auf deutsche Medien. Die sind auch genannt, und das kennen wir eigentlich von der Bild-Zeitung schon ewig. Und wir kennen es leider bei der Süddeutschen Zeitung erst neu. Wir kennen es bei anderen
schon auch länger, wie bei der Welt oder also im ganzen Springer-Konzern. Aber jetzt ist es die Änderung der Qualität, also der Qualitätssprung, jetzt nicht im guten Sinne, der hat eben dadurch stattgefunden, dass kritische Medien, die bisher für dieses Verständnis und für die Zusammenarbeit mit Russland geworben haben oder zumindest früher in Zeiten der Entspannungspolitik wie der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, die haben das Lager gewechselt und das merken sie sofort und deshalb haben wir zurzeit haben wir eigentlich in Deutschland fast kein Medium. Außer den Nachrichtenseiten und vielleicht Freitag ein bisschen und die Taz gelegentlich, aber nur gelegentlich haben wir kein Medium, was die Fahne der Entspannungspolitik und des sich Vertragens hochhält. Das ist eine wesentliche Änderung, die stattgefunden hat. Jetzt habe ich noch gar nicht über das Fernsehen geredet. Da ist es ja im Tagesschau und ZDF ist ja genauso schlimm und bei den privaten Anstalten, privaten Sendern sowieso. Also ist es eine massive Veränderung. Es hat eine massive Veränderung im Standort sozusagen der Medien in Deutschland stattgefunden. Das ist clever organisiert von USA, von NATO. Die haben ja auch riesen Einfluss. Das sind doch gewaltige Medienapparate jeweils, die dahinter stecken. Und die haben das besser und schneller gemacht, als Russland das gemacht hat. Nun sagen ja Deutsche, gerade deutsche Journalisten von sich immer oder betonen, wie unabhängig sie eigentlich seien. Das, was Sie beschreiben, wie ist das aber doch möglich, wenn man das sich mal anschaut? Einmal die vermeintliche Unabhängigkeit der Medien, der Journalisten und dann Einflussmöglichkeiten, wie Sie sie beschreiben. Wie kann man das beurteilen oder begründen? Ja gut, wenn ich der NATO aus der Hand fresse, dann muss ich natürlich behaupten, dass ich unabhängig sei. Also das ist sozusagen die Basis der Einflussnahme. Ich habe das jetzt sehr drastisch formuliert, ja. Aber wenn ich dazu neige, alles zu akzeptieren, was die USA machen, es sei denn, es kommt jetzt Trump und der ist so schlimm, dass ich das nicht mehr alles gut finde, aber vorher in jedem Fall und jetzt in den Hauptlinien auch, wenn ich das alles gut finde, dann muss ich natürlich behaupten, dass ich ein unabhängiges Medium bin. Insofern ist das gar nicht verwunderlich. Ja. Das erleben ja auch SPD-Politiker, zuletzt Außenminister Gabriel, der RT Deutsch ein Interview gegeben hat und dafür kritisiert wurde. Oder auch der ehemalige Ministerpräsident von Blatzek und ehemalige Vorsitzende der SPD. Ja, das ist eben, ich werde ja auch kritisiert, wenn ich jetzt dieses Interview Ihnen gebe. Bin ich ziemlich sicher, dass dann gilt man als Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Und wenn man sich das mal überlegt, das muss ich nochmal drauf zurückkommen, wie selbstverständlich die Zusammenarbeit war. Ja, ich muss Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, wenn es nicht zu lang wird für Ihr Medium. Als ich zuständig war für die Planung und die Umsetzung des Wahlkampfes 1972, also zwischen 1970 und 1972, dem November, als der Wahltermin war, da hat ein Legationsvater der russischen Botschaft in Bonn mit dem Namen Abraschkin, muss ich heute noch loben für seine Arbeit. Der hatte die Aufgabe, in Deutschland zu erfassen, welche Chancen sind, dass die Ostpolitik auch wirklich durchkommt im Volk und dass wir sie auch durch Wahlen absichern können. Und da ich der Zuständige für Wahlen war und da ich auch Zugriff auf alle Meinungsforschungsgeschichten hatte, hat er alle zwei Monate oder sowas mich besucht. Und mir war klar, ich habe da eine wichtige Funktion, indem ich dann, wenn es die Datenlage hergab, dem russischen Botschaftsangehörigen versichern konnte, jawohl, wir halten das durch, die Entspannungspolitik wird auch von der Mehrheit unseres Volkes getragen. Und das war sehr völlig selbstverständlich. Und das wusste auch der Bundesgeschäftsführer Wischnewski, dass ich mit diesem Herrn Abraschkin, dem Botschaftsangehörigen Kontakt habe und ich habe mir nie irgendwo vorgestellt, dass ich was Unrechtes tue, ganz im Gegenteil, das war im Sinne der Vertrauensbildung und der Kooperation. Und heute tut man so, als würde, wenn man jetzt mit RT Deutsch oder mit einem anderen russischen Medium redet, dass das schon ein Verbrechen an der eigenen Nation ist. Die Leute spinnen alle, kann ich nicht anders sagen. Diese Geschichte, die Sie erzählt haben aus den 70ern, erinnert mich an etwas, was ich auch bei Egon Bahr gelesen habe, was auch damals durch die Medien ging, als es bekannt wurde. Und zwar dieser sogenannte geheime Kanal zwischen der SPD und der damaligen KPDSU-Führung über einen KGB-Agenten.
das war damals Egon Bahr und Geworkow hieß der auf der KGB-Seite. Ist es vorstellbar, dass es trotz all dieser Konfrontationen einen sogenannten Backchannel auch heute gibt, dass Moskau und Berlin über solche Kontakte miteinander reden? Ich würde jetzt spekulieren, ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass es sowas gibt, ja, aber bin dessen nicht sicher. Das damals war ja das sogar halb offen. Also Egon Bahr hat oft, wenn er mit der Delegation in Moskau war, dann auch Journalisten gesagt, ich muss jetzt weg, ich muss jetzt zu meinem Sonderkanal. Ja. Da sehen Sie auch, wie viel offener die ganze Geschichte war heute. Und da hat niemand dann was Böses drüber geschrieben. Also ich weiß es nicht, ob es heute das gibt. Manchmal habe ich meine Zweifel, dass es sowas gibt, aber es wäre natürlich schön und es wäre gut, es gäbe das und ich würde das immer befürworten, wenn es sowas gäbe. Egon Bahr hat 2013 vor Schülern in Heidelberg davor gewarnt, es wird Krieg geben. Das war so seine Einschätzung der aktuellen Entwicklung. Wie sehen Sie das heute? Sie warnen vor der Zuspitzung der Konfrontation. Sie sagen, das ist zum Teil schlimmer als im Kalten Krieg oder wird ähnlich schlimm. Wie schätzen Sie das heute ein? Ja, ich halte es schon für riskant, muss ich sagen. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es so, dass ja die Mehrheit der heute politisch Verantwortlichen die Kriegserfahrungen nicht mehr haben. Egon Bahr hatte diese Erfahrungen noch. Ich hatte sie als Kind und Schüler. Ich habe noch miterlebt, wie Bomber über unser Haus flogen und eine Eisenbahnbrücke zerstören wollten. Also das war etwas, was ich noch erlebt habe. Ich habe Mannheim, Heilbronn, Pforzheim, Würzburg brennen gesehen, weil selbst über 100 Kilometer hinweg der Himmel rot war. Also konnte ich mir sehr gut vorstellen, was ein Krieg bedeutet. Und in unserem Haus, das war ein sehr offenes Haus, kamen sehr viele Kriegsgefangene vorbei oder Leute, die ohne irgendwelche irgendwie eine Heimat noch zu haben, unterwegs waren. Also diese Kriegserfahrung hatte ich und wir haben damals auch, da war ich 12 Jahre alt, 13 Jahre alt, haben wir gelernt, nie wieder Krieg. Das haben die Alten alle gesagt. Und davon sind die heutigen weit weg. Und jetzt in Syrien Krieg zu spielen, wo die Bundeswehr ja auch mitmacht, das ist für einen Abgeordneten hier bei mir in der Südpfalz oder in Berlin, ist das ganz weit weg. Und die haben diese unmittelbare Erfahrung nicht. Und dann wissen wir ja auch, dass was mir Sorge macht, das will ich jetzt mal sagen hier in diesem Medium, was mir Sorge macht, dass es eben Veränderungen auch in Russland gibt, die uns nicht gefallen können. Also wer garantiert uns, dass dort immer friedliche Leute sind? Das kann auch Sepp Putin und der Außenminister nicht garantieren, dass es nicht dort innere Veränderungen gibt, die wir aber dann mit zu verantworten haben. Und das erhöht die Kriegsgefahr natürlich auch ganz stark.